So, und hallo und herzlich willkommen zurück zu einer spannenden Mission. Wird der Zug es schaffen? Wird es hinhauen? Wird es hinhauen? Wird der Zug das richtige Gleis finden? Nein, er wird es nicht finden. Was mache ich denn jetzt? Ja, den Zug drehen. Draufklicken und drehen lassen. Mhm. Was habe ich denn da jetzt falsch gemacht? Ich weiß nicht, wie dein Layout jetzt aussieht. Oder? Beamst du gerade oder? Nein. Okay. Naja, ich sag mal so, du musst deine Strecke so erstmal. Ich weiß, wie hast du die jetzt aufgebaut? Erstmal. Ich habe. Moment. Die zeigt nicht auf zwei Gleise. Also der Bahnsteig ist zweigleisig. Mhm. Aber. Der Bahnhof wird nur eingleisig angefahren. Trotz Vorschaltsignale. Hä? Aha. Mhm. Aber du hast nur eine Strecke, ne? Was? Du hast nur eine Strecke. Ja. Also eingleisig auf dem zweigleisigen Bahnhof. Ja. Aber halt mit einer Weiche vorher, dass halt es funktioniert. Funktioniert so nicht. Weil da müsste der Bahnhof noch weitergeführt werden, wenn das der Endbahnhof ist. Ja, das sollte jetzt nicht das Problem sein. Doch, weil das ist denen dann egal. Das ist so deswegen programmiert, damit es nicht hier mit nicht stecken bleibt. Du musst das sehen. Du brauchst ein Ein- und Ausfahrtsignal. Ja, und das hab ich beidseitig. Ja, und damit macht er das nur. Damit ist der hier Bahnhof auf beiden Seiten gleich belegt. So, und das und die beiden Gleise werden nur ausgenutzt, wenn dann natürlich nur zwei Züge auch da sind. Ansonsten wird nur ein Gleis immer benutzt. Das zweigleisige hast du dann bloß, wenn du zum Beispiel eine Strecke noch weiter wegführst. Also weiterführst sozusagen. Warum sage ich ja, Multigleisbetrieb geht hier nicht auf diesen Strecken. Das war seltsam. Ja, ich sag mal so, von der Spiellogik her ist es okay, ist es in Ordnung. Also, du musst das sehen. Ansonsten würde der Zug ja irgendwo stecken bleiben. Mhm. Und die Logik versucht, den kürzesten Weg immer zu finden. Ja, aber ich müsste dem doch auch sagen können. Pass auf, du sollst jetzt diesen Bahnsteig nehmen und nicht den anderen. Dafür gibt's Wegpunkte. Dafür gibt's die Wegpunkte, die du entsprechend nehmen kannst. Das ist unter den Signalen, da gibt's sogenannte Wegpunkte. Und okay. Die kannst du noch. Die musst du in der Linienführung einbauen, damit er genau diesen Bahnsteig. Du musst du den Wegpunkt vorher genau festlegen und genau diesen Punkt du da auch dann fahren. Ja, dann wird auch wieder aus dem raus. Musst du dann in die Linienführung mit einbinden. So, wenden, damit ich jetzt diesen Wegpunkt da bauen kann. Thank you.
war tricky. Mhm. Das ist echt tricky. Vor allem, ich habe hier jetzt schon Passagiere stehen. Ganz ehrlich, die müssten, es müsste egal sein, auf welchem Bahnsteig die stehen dann. So, aber weil müsste ich, kann ich die denn auch irgendwie anpassen? Hm? Also heißt Wegpunkt. Den musst du knapp vor dem Bahnsteig setzen. Mhm. Und den dann mit, bevor die Haltestelle bei der Linienführung auswählst, musst du den hier auf diesen, das dann anklicken. Dann. Oh. Wo du den Bahnhof anklickst. Mhm. Okay, aber da gehe ich jetzt von aus, es wird entweder jetzt gleich tierisch knallen da. Okay. Das werde ich jetzt mal pausieren. Hoffentlich kann ich das im Pausemodus weiter bearbeiten. Ja, das geht. So, du sagtest Wegpunkte. Mhm. So. Und wo die Signale sind. Mhm. Ja, die habe ich jetzt gerade. So, da habe ich zwei Schilder. Nee, ich kann nämlich nicht bauen, während Pause ist. Was? Beziehungsweise ich kann nicht mal bauen? Hä? Also irgendwas stimmt hier nicht. Ich kann bauen, während ich für Pause hab. Hm. Ja, das geht, funktioniert. Okay, ich kann nicht abreißen. Ist gerade ein Zug in der Nähe? Nein. Liebe Zuschauer, verratet mich jetzt bitte nicht. Ja, muss auch weg. Mhm. So, also ich habe jetzt hier mehr als genug Platz. Ich weiß warum. Ich habe nicht genug Kohle. Ja, das erklärt es natürlich. So viel dazu. Mhm. Ich dachte, das ist so profitabel, dein Geschäft. Ja, es ist ja eigentlich auch profitabel. Wirklich? Ach, ernsthaft? Da guck mal in die Statistiken rein. Statistik. Ja. Was denn? Fettes Minus? So ein bisschen. Also ich bin im Jahr 1954.
Und ich habe im letzten Jahr 467k minus gemacht. Ups. Das sind nämlich die Wartungskosten. Die werden nämlich nicht eingerechnet, großartig. So, okay. Den einen fahre ich jetzt ins Depot. Den Zug werde ich dann jetzt erstmal verkaufen. Denn dann kann man nämlich auch da was draus basteln. So, du sagtest das Blocksignal, ne? Na, nicht das Blocksignal, sondern hier Wegpunkt. Ja, meine ich ja. So, dann Wegpunkt 1, Wegpunkt 2. Das ist aber wirklich echt komisch hier. Ich habe auch eine Linie jetzt eröffnet und ich mache Minus mit der. Zug jetzt? Ja, das. Wie gesagt, darum habe ich Tränenfieber noch nicht so oft gespielt. Weil ich habe jetzt eine kurze Linie eröffnet und ich mache trotzdem Minus damit. Okay. Ja, aber er akzeptiert, also Zuglinie habe ich in Blau. So. Mhm. Aber er zeigt immer nur auf einen Bahnsteig. Er müsste doch jetzt eigentlich auf das zweite. Ich habe jetzt vor beiden habe ich jetzt die Wegpunkte gesetzt. Ja, du darfst nur auf eins, was du machst. Ja, da tu dann auf diesen Bahnsteig, wenn du nichts weiter hast, drehen. Mhm. Und fährt wieder zurück. Okay. Wenn es der Endhaltestelle ist. Mhm. Okay, dann gehen wir jetzt da mal. Also doch nicht so wie in Train Fever. Wie in OpenTTD. Oh. Wie geil man weit reinzoomen kann. Fahrzeugersatz 100%, ja, das ist gut. So. Ja, aber das ist nervig. Hm? Nein! Was hast du gemacht? Ich hab den Bahnhof abgerissen. Hm? Den kannst du zwar schnell wieder neu erschaffen, bloß ist... Ja, ist wieder da. Du hast halt Geld verschwendet, ne? So ein bisschen. So ein ganz kleines bisschen. Aber ich merke gerade, dass da muss ich mal eben kurz raustappen für. Meinen Schriftzug, den muss ich anders positionieren. Okay. Rechts ist da, wo der Daumen links ist. Da sieht man das besser. Ja. Das gefällt mir jetzt schon viel besser dann. So. So. Jetzt passt mein Schriftzug auch. Okay. Ja, und offen gestanden lassen wir jetzt mal ein bisschen Zeit vergehen. Wir gucken jetzt auf unsere Finanzen. Übrigens, wir werden hier noch eine Bushaltestelle hinsetzen. Oder auch nicht.
Weil Kohle. Aha. Deswegen sagt er, das ist nicht ganz so einträglich. Und ich finde auch, dass ein bisschen zu wenig die Gewinne hier rauskommen. Das heißt natürlich, Dice Lingen bis nach www. Mhm. Bis nach Bockenem. Das hört sich doch viel besser an. Ist das eine Kacke? Wobei ich natürlich glaube auch, dass es irgendwie mit der Zugkraft zusammenhängt, was diese hier Dinger schaffen. Also ich habe jetzt für 30 Personen Auslastung. Ja, ich bin ja im Gütergeschäft hier. Und da habe ich das Problem eben, dass die Züge zwar ordentlich schnell sind, aber eben nichts einbringen. Nur die ersten Güter warten am Bahnhof? Das Schöne ist hier, dass du unterschiedliche Gestaltung haben kannst. Mhm. Natürlich heißt es dann Deislingen ÖPNV. Also dass du zum Beispiel nicht wie bei Straße und Schiene, die Züge müssen exakt gleich sein, damit sie die auf einer Linie fahren können, sondern die können unterschiedliche Waggons haben. Mhm. Und können trotzdem auf der gleichen Linie hier fahren. Okay. Das ist ein guter Vorteil. Die ersten Passagiere werden jetzt aufgenommen. Das sind ganze 12 Personen. Und da hinten warten 19, das ist schon mal gut. Aber dich werde ich jetzt gleich mal ins Depot schicken, um halt ein wenig mehr um ein wenig mehr Ladung zu holen. Da warten jetzt schon wieder 4. Da warten 23. Ich hoffe, ist gut. Es wird jetzt in den ersten Folgen wird es ein wenig langsamer werden. Aber ich verspreche, wir tun meistens unser Bestes. Meistens, habe ich gesagt. Okay, damit kann man sich sogar anfreunden. Ölraffinerie. Sollte ich mal anbinden, aber ich muss da ja erstmal Kohle für finden. Beziehungsweise ich habe ja hier hinten Öl, aber ich habe da keine direkte Straße hin. Das ist ja scheiße. Aber ich will jetzt da keine neue Straße kaufen für.
Ich muss ja erstmal aus den roten Zahlen raus. Aber wie ich gerade sehe, es ist wirklich eine enorme Sache mit den. Die Züge können enorme Längen ziehen, auch wenn man es gar nicht vermutet, diese kleinen Dampfloks. Also ich ziehe hier 5 Waggons, 5 Passagierwaggons. Ja, normalerweise ist es so, dass gerade diese Rocket hier, die es am Anfang gibt, ja, die könnte eigentlich bloß 3, 4 oder Waggons, Güterwaggons ziehen. Mhm. Aber ich habe jetzt hier eine mit 12 Waggons. Also 50 kW kann die ziehen. Aber 50 kW hält die aus. So, jetzt kommt die erste Kohle rein. 50 kW, ja. Ja, ist hey! Auch so, ist die 30 Frage, wie viel die Personen sind drin. Ja, die Frage, wie viel die eben... Ja? Wie die eben dann ausgelastet ist. Mhm. Die Zwischenwagen. Hm. Also der ist jetzt hier voll belegt. So, aber wie es jetzt weitergeht, werdet ihr mit Sicherheit in der nächsten Folge von Train Fever feststellen. Und ob ich jetzt endlich aus den roten Zahlen rauskomme und endlich in die grünen Zahlen steuere, werdet ihr dann sehen. Und in diesem Sinne sage ich bis zur nächsten Folge und tschüss. Tschüss.